Auch Gerbera werden in derselben Weise gefertigt. Die Staubgefäße entstehen aus einem 30 cm langen Streifen. Für die Blüte schneiden sie 15 cm ab und verwenden davon ein 25 cm langes Stück. Auch Knospen braucht man. Ein Blumenstrauß ohne Knospen wäre nur halb so schön. Knüllen Sie einfach Papierreste auf Haselnussgröße zusammen. Nehmen Sie ein 7x7 cm großes grünes Krepppapierstück und überziehen damit die Kugel. Anraten wie üblich. Auf Wunsch können Sie entweder ein stilisiertes oder ein Doppelblatt einarbeiten. Man kann die Knospe auch zum Erblühen bringen, indem Sie oben ein Stück abzwicken. Jetzt sieht es wieder.